Meine Damen und Herren, das Verteilnetz wird immer mehr zum Rückgrat der Energiewende und damit auch zum Energiesystem. Waren es in der Vergangenheit eine überschaubare Anzahl an Großkraftwerken, die vorwiegend auf Höchst- und Hochspannungsebene in die Stromnetze einspeisten und so die Stromversorgung sicherstellten, spricht man mittlerweile von über 1,5 Millionen dezentralen Anlagen, die zum großen Teil an die Nieder-, Mittel- und Hochspannungsnetze der Verteilnetzbetreiber angeschlossen sind. Hinzu kommen immer mehr neuartige Verbraucher wie Ladesäulen für die Elektrofahrzeuge und Wärmepumpen. All diese Veränderungen führen nicht nur zu einer größeren Belastung der Verteilnetze selbst, sondern auch zu einer steigenden Systemverantwortung der Verteilnetzbetreiber. Um dieser Verantwortung gerecht werden zu können, muss die Transparenz im Verteilnetz und hier vor allem in den Ortsnetzstationen erhöht werden. Wie dies gelingt? Die Antwort ist eigentlich trivial: mit der richtigen Messtechnik. Doch wie so häufig steckt auch hier der Teufel häufig im Detail. Mit welchen Herausforderungen Netzbetreiber dabei konfrontiert werden und welche Lösungsansätze es gibt, das bespreche ich jetzt mit Marcel Karell von Janitzer Electronics. Herr Karell hat bereits viele Jahre bei einem großen deutschen Elektrokonzern im Vertrieb und Projektmanagement gearbeitet. Er war dort unter anderem im Bereich der Automatisierung und der Schutz- und Messtechnik für Nieder-, Mittel- und Hochspannungsschaltanlagen tätig. Seit vergangenem Jahr ist Herr Karell bei Janitzer als Account Manager für alle Energieversorger zuständig. Herr Karell, schön, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen. Herr Heinrich, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf unser Gespräch. Jo, starten wir gleich, Herr Karell. Herr Karell, was sind aus Ihrer Sicht zurzeit die größten Herausforderungen für Verteilnetzbetreiber und warum wird eine erhöhte Transparenz im Verteilnetz immer wichtiger? Das liegt, denke ich, auf der Hand. Sie haben es ja auch sehr schön in Ihrer Einleitung gerade erwähnt. Wir sehen, oder die Netzbetreiber sehen sich mit einem immer höheren und steigenden Energiebedarf konfrontiert, resultierend aus der Energiewende, resultierend aus der Mobilitätswende, auch der Sektorenkopplung, dass wir mehr erneuerbare Energien auch in Richtung Wärme und in die Infrastruktur und Industrie treiben und leiten möchten. Und demgegenüber steht aber bei den Netzbetreibern auch eine gewachsene Infrastruktur entgegen. Also vielerorts ist ja diese Infrastruktur seit vielen, vielen Jahrzehnten auch schon in Betrieb. Und sieht sich mit diesen Neuerungen konfrontiert. Überlastungen lassen sich zukünftig nicht mehr ausschließen. Gerade auch, wenn man die Ziele unserer Bundesregierung im Auge behält, die ja bis 2030 sehr, sehr hohe Ziele sich gesteckt hat. Und die Netzbetreiber müssen das eben schaffen und auch zuverlässig schaffen. Denn Sicherheit und Versorgungsqualität ist in den nächsten Jahren immer wichtiger. Ich denke, hier liegt es klar auf der Hand, dass man einerseits schauen muss, dass die Netze nicht überlastet werden, dass man schaut, wie sind einzelne Abgänge abgesichert, mit welcher Sicherungsgröße, wie ist der Lastverlauf, also dass man auch frühzeitig auf Überlastungen hingewiesen wird. Das andere Thema ist, sind die Grenzwerte, die eingehalten werden müssen. Netzbetreiber haben ja eine Qualitätsregel, die EN50-160, die sie ihren Kunden versprechen, die gewisse Anforderungen auch an Netzqualität, Power Quality genannt, legt und dies auch zu überwachen gilt. Was in der Industrie schon sehr häufig gemacht wird, in der Übergabestation vom Energieversorger in die Industriebetriebe, dort wird flächendeckend eigentlich schon die vorversorgte Energie in Bezug auf die Versorgungsqualität kontrolliert. Im Verteilnetz, glaube ich, haben wir hier noch Steigerungspotenzial, was diese Überwachung der Grenzwerte eben angeht. Ich habe mich schon vor über 10 Jahren mit dem Thema Transparenz in Ortsnetzstationen auf der sekundären Verteilebene beschäftigt. Damals hat man eher die Mittelspannung ins Auge gefasst. Das heißt, man hat in Ortsnetzstationen auf der Mittelspannungsebene fernüberwachte Kurz- und Erdschlussanzeiger installiert und die über gewisse Fernwirkeinheiten oder über Übertragungstechnik eben an die Leitstellen gebracht. Und das reicht halt im Jahr 2022 nicht mehr komplett aus, denn die Mittelspannung ist mittlerweile, denke ich, auch flächendeckend ganz gut überwacht, an den Schwerpunktstationen definitiv, aber auf Ebene der Niederspannung. Da können wir in den nächsten Jahren noch einiges machen. Und
Auch die Daten aus dem Netz werden immer wichtiger, wenn man sich auch damit beschäftigt, wie Energieversorger heute ihre Netzausbauplanung machen. Nämlich das Ganze muss hinkommen zu einer bedarfsorientierten Netzausbauplanung. Dass man eben genau weiß, wo sind kritische Stationen im Netz, die man vielleicht auch in der Planung der Ertüchtigung eben vorzieht vor anderen, wo die Probleme vielleicht ja auch auf der Hand liegen, aber messtechnisch noch nicht nachgewiesen werden können. Das heißt auch die Priorisierung der Maßnahmen im Netz, das kann nur gut und auch effizient gelingen, wenn man das eben mit Messwerten aus dem Netz verknüpft und diese Daten aus dem Netz halt eben hernimmt, um die Probleme im Netz aufzudecken und da überhaupt die Daten und die Probleme aufgedeckt zu bekommen von Messtechnik. Sie haben es vorhin schon angedeutet, den industriellen Bereich. In diesem Bereich ist ja Janitzer mit seiner Messtechnik schon seit Jahren eigentlich sehr gut aufgestellt. Welche Messtechniklösung bieten Sie jetzt speziell für Netzbetreiber an? Ja, genau. Janitzer ist ein etabliertes Unternehmen, ein Familienunternehmen, ein deutsches, in zweiter Generation geführt. Wir haben rund 260 Mitarbeiter in Deutschland, die Geräte bei uns in Lanau, das ist 80 Kilometer nordöstlich von Frankfurt am Main, entwickeln und auch fertigen. In der Industrie war ein wesentlicher Treiber eben das Thema Energiemanagement, ISO 50001 oder jetzt auch CO2-Bilanzierung treiben natürlich die Industrie. Aber für die Netzbetreiber bieten wir natürlich ebenfalls geeignete Messgeräte an. Und hier ist eigentlich unser Ansatz, den Kunden weg von den in den Ortsnetzstationen typischerweise verbauten Bimetall-Dreheisen-Ampere-Metern hin zu digitalen Messgeräten zu führen. Also jeder kennt vielleicht den klassischen analogen Schleppzeiger, der in den Stationen verbaut ist. Und dort wollen wir einfach die Kunden mit passenden Messgeräten unterstützen. Und so haben wir hier auch neue Gerätegenerationen geschaffen, speziell für Netzbetreiber. Das wäre einerseits, was man hier jetzt auf der rechten Seite im Schaubild sieht, das UMG 96 PA bzw. PQ Geräte. Das sind Fronttafel-Einbaugeräte im gängigen Maß 96x96, die halt eben auch im Austausch gegen analoge Messtechnik in Stationen nachgerüstet werden können oder auch eben Neubaustationen vorbereitet werden können. Die haben den Vorteil gegenüber der analogen Messtechnik, dass sie natürlich auch die Spannung mit dazu nehmen können in die Berechnung und dass ich auch im Gegensatz zum analogen Gerät eine Richtungsinformation bekomme. Das heißt, ich kann genau meinen Schleppzeigerwert auch ablesen. Ist das jetzt ein Schleppzeigerwert, also ein höchste belasteter Mittelwert einer 15-Minuten-Periode typischerweise gewesen, der bezogen wurde, also aus dem Netz in Richtung Verbraucher geflossen ist, oder aber auch in Gebieten mit Zubau von erneuerbaren Energiequellen, BAKWs, Photovoltaikanlagen, nicht auch zurückgeflossen ist. Und diese Richtungsinformation kann ein analoges Anzeigeinstrument eben nicht geben. Und hier setzen wir genau mit unseren digitalen Messgeräten an. Zusätzlich haben wir mit dem UMG 801 ein modulares Mehrkanal-Strommesssystem geschaffen, mit dem ich eben mit einem Basismessgerät schon allein zwei Abgangsmessungen messen kann und dass ich modular anbauen kann, wie im unteren Bild dargestellt, über Erweiterungsmodule, sodass ich im Vollausbau auch auf bis zu 22 dreiphasige beziehungsweise sogar vierphasige Messungen komme. Das heißt, ich kann bei den Geräten auch typischerweise mal den PEN-Leiter noch mitmessen und damit auch die Symmetrierung im Netz im Auge behalten. Und wir haben natürlich da noch viel Zubehör und Erweiterungen, einen sehr, sehr modularen Ansatz, dass die Geräte auch durch Firmware-Upgrades oder durch Hardware-Erweiterungen eben an neue Protokolle, an neue Standards eben angepasst werden können. Und das ist uns ganz wichtig, dass die Geräte mitwachsen können, also mit den Anforderungen. Das heißt, wir haben durch Modularität eben, dass ich auf die Geräte verschiedene Erweiterungsmodule noch aufschnappen kann, auch die Möglichkeit, dass wir in Zukunft neue Erweiterungsmodule entwickeln, die man auch nachträglich auf Bestandsgeräte integrieren kann, sodass das Gerät wirklich mit den Anforderungen der Netzbetreiber mitwachsen kann. Und auch für unser Hutschienengerät, das UMG 801, bieten wir beispielsweise ein abgesetztes Displaymodul an, weil ja auch die Vorortanzeige in den Ortsnetzstationen für den Betrieb im Fehlerfall, wenn irgendwas in der Station ist und das Personal fährt raus, denn die Stationen sind ja nicht besetzt, die stehen ja so autark am Straßenrand,
sodass man wirklich auch im Fehlerfall den Kollegen vor Ort einen guten Eindruck über den Zustand im Netz, speziell der Niederspannung, geben kann. Sie haben eigentlich die Besonderheiten der Messgeräte UMG 801, UMG 96 PQ-PA schon angedeutet. Können Sie noch mal vielleicht kurz zusammenfassen, welche Besonderheiten Sie denn auch im Vergleich zu anderen Lösungen, die auf dem Markt verfügbar sind, haben? Genau. Eine wesentliche Säule aus dem Hause Janitzer ist das Thema Power Quality, Netzqualität. Das heißt, die Geräte haben alle auch die Möglichkeit, entsprechende Parameter nach der EN 50160 zu erfassen, die sich dann im Nachgang auch auswerten lassen. Der Janitzer Ansatz ist außerdem, dass wir den Geräten einen internen Messwertspeicher verpassen. Das heißt, die haben alle einen lokalen Messwertspeicher, der speziell und flexibel von den Kunden angepasst werden kann. Das heißt, der Kunde kann entscheiden, welche Werte sind ihm wichtig und welche Werte möchte er im Gerät gespeichert haben, sodass die auch lokal im Gerät ohne Feldkommunikation, ohne Fernkommunikation an irgendwelche Datensysteme, so wie wir das hier auf der linken Seite sehen, auch autark im Gerät gespeichert werden können. Das ist ein wesentlicher Punkt. Das zweite sind die Protokolle und auch zukünftige Anforderungen, wie eben erwähnt, die wir zukünftig auch durch Erweiterungen realisieren können. Im PQL, im UMG 96 PQL-Gerät, das ist ein neuartiges Gerät von uns, können wir darüber hinaus über ein Firmware-Upgrade auch im Bestand Geräte auf einen Netzqualitätslevel nach der EN 50160 ertüchtigen, sodass man, ich sag mal, kosteneffizient als Netzbetreiber anfangen kann mit einer Messung. Und sobald sich Probleme im Netz häufen oder die Versorgungssituation im Netz sich verändert, es kommen Photovoltaikanlagen dazu, es kommen irgendwelche Sonderverbraucher hinzu, dann kann der Kunde flexibel im Nachgang entscheiden, ob er dieses Gerät nicht doch auf eine Power-Quality-Messung nach der EN 50160 eben ertüchtigen will. Und das kann man nachträglich jederzeit dazu kaufen, dazu sich beschaffen und in die Messgeräte auch im Bestand einspielen. Jetzt werden im Verteilnetz die Ortsnetzstationen im Kontext der Digitalisierung immer häufiger zu intelligenten Knotenpunkten aufgerüstet, auch mit den Systemen, die sie entsprechend anbieten. Was sind denn aus Ihrer Sicht künftig die Aufgaben dieser Ortsnetzstationen? Genau. Die klassischen konventionellen Ortsnetzstationen hatten früher die Aufgabe, einfach die Energie in die Haushalte zu bringen. Diese Aufgabe muss man aufgrund der Komplexität der Energiewende und der ganzen Wende im Verteilnetz einfach anders lösen. Und diese Knotenpunkte, die Sie ansprechen, die müssen zukünftig einfach intelligenter, steuerbarer und automatisiert steuerbarer auch werden. Das bedeutet, wie gesagt, das Thema heißt intelligente Ortsnetzstationen, steuerbare Ortsnetzstationen. Vielerorts wird auch schon von digitalen Ortsnetzstationen gesprochen. Und ich denke auch im heutigen Tagesverlauf der Energy Days wird darauf noch genauer eingegangen. Letztlich geht es darum, dass die Stationen eine volle Transparenz schaffen. Das heißt, sowohl den Lastfluss in der Mittelspannung als auch in der Niederspannung abdecken. Und da auch verschiedene überlagerte Systeme mit Daten versorgen. Denn wir haben einerseits die Betriebsführung mit klassischen Elementen wie SCADA und Überwachung, Steuerung, Mittel- und Hochspannung. Und zukünftig wird es aber auch für die Niederspannung Systeme geben, die mit diesen Vielzahl an Daten eben arbeiten können und hinterlegt werden können. Und da geht es halt eben darum, die Transparenz zu gewährleisten, gewiss auch Steuerungsaufgaben zu übernehmen, dass man Mittelspannungsschaltungen vornehmen kann und Trennstellen verlagern kann in Ringnetzen beispielsweise. Und es wird sicher auch eine dezentrale Intelligenz gefordert zukünftig, dass Stationen selbstständig entscheiden können, kann ich die Energie aus Erneuerbaren noch aufnehmen? Oder muss ich auch vielleicht Ladesäulen abregeln, da ansonsten das Netz in einen kritischen Zustand kommt? Retrofit, Bestandsanlagen hatten Sie schon angedeutet. Hier treten durchaus größere Herausforderungen auf, wenn bestehende Anlagen nachgerüstet werden müssen. Welche Erfahrungen haben Sie denn hier gemacht? Herr Heinrichs, Nachrüstung ist ein riesiges Thema, ist ein wichtiges Thema, das Sie ansprechen. Wenn man allein sich in den Bestand der Ortsnetzstationen anschaut, haben wir in Deutschland rund 600.000 davon. Wenn ich die Kabelverteilerschränke in den Straßenzügen noch dazu nehme, das sind auch nochmal 1,5 Millionen. Das heißt, wir haben im Bestand ein enormes Gut, das man auch über die nächsten Jahre weiter ertüchtigen muss. Und da spielt natürlich einerseits das Thema Platz eine Rolle.
Andererseits das Thema Skalierbarkeit, denn es gibt ja viele mittlere und große Verteilnetzbetreiber, die eine Vielzahl an Stationen haben und ertüchtigen müssen. Und da gilt es halt eben, mit neuen Technologien auch punkten zu können. Wir von Janitzer entwickeln auch Kleinsignalwandler-Eingänge für viele unserer Geräte, sodass wir in Zukunft auch 333 Millivolt-Signale aufnehmen können oder auch mit passiven Rogowski-Spulen arbeiten können, die sich dann im Feld sehr, sehr einfach um die Kabel eben legen können, um die Messwerte aufzunehmen. Und da freuen wir uns, dass wir mit dem UMG 96 PQL bereits gegen Mitte dieses Jahres ein Gerät haben, das sich dieser Kleinsignalanforderungen eben stellt und was wir den Kunden anbieten können. Und natürlich, vielleicht ein wichtiger Punkt noch, den Kunden auch mit Software-Tools, mit Inbetriebnahme-Tools zu unterstützen, dass er die Geräte eben standardisiert parametrieren kann, aber dass die Geräte zum Beispiel auch über Modbus ihre Informationen wie die Seriennummer oder den Firmware-Stand melden können, das also einhergeht in das Device- und Asset-Management des Kunden. Neben der eigentlichen Messtechnik, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, ist vor allem auch die geeignete Datenkommunikation aus diesen Stationen heraus eigentlich eine Schlüsselkomponente. Welche Erfahrung haben Sie denn hier gemacht und welche Lösung bieten Sie an? Die Erfahrung zeigt eigentlich, es kann keine standardisierte Lösung geben. Das heißt, die Netzbetreiber sind unterschiedlich ausgestattet in den Stationen. Wir haben einen sehr vielschichtigen Installationen draußen. Das heißt, wir haben teilweise in neueren Stationen arbeiten Kunden schon mit einer festen Ethernet-Verbindung über LWL. Wir haben aber auch ganz, ganz viele Stationen, wo man einfach um Funktechnologien nicht drumherum kommt. Da haben ja einige Stadtwerke schon Erfahrungen gemacht, auch auf der Wassergasseite mit LoRaWAN. Das sind Elemente, die man zukünftig integrieren kann. Intelligente Stationen, da wird sicher auch immer eine Steuerung geben, eine Fernwirkeinheit. Auch dort können wir uns mit unseren Systemen angliedern. Janitzer schafft eben Messgeräte mit offenen Schnittstellen, dass wir eben bereit sind, auf vielen Wegen die Daten auch fernübertragen zu können. Und wir haben dann auch die passenden Softwarekomponenten dazu. Also die Weitergabe an der Daten ist ganz entscheidend. Ja, und dann kommt es ein bisschen auf den Kunden drauf an. Wie möchte er die Daten haben? Möchte er die Daten wirklich live aus dem Netz permanent übertragen bekommen, sodass er eben in der Betriebsführung die Station auch entsprechend live überwachen kann? Oder reicht es dem Kunden auch, die Daten lokal in den Geräten zu sammeln und füglich eben auszulesen und irgendwo in eine Datenbank zu schreiben, sodass ich dann füglich historische Langzeitdaten bekomme? Sie haben gerade, sage ich mal, so die Art Standalone-Lösungen angesprochen, in denen die Daten eigentlich, sage ich mal, im Rhythmus von einem Jahr ausgelesen werden und dann entsprechend verwertet werden können. Wie beurteilen Sie denn solche Lösungen und welche Einsatzbereiche erkennen Sie hier? Genau. Natürlich, die Datenfernübertragung über Mobilfunk oder LoRaWAN ist natürlich mit Kosten für Hardware oder im Bereich des Mobilfunks eben mit Kosten der Datenübertragung zusammenhängend. Und Standalone-Lösungen sind enorm wichtig, denn Kunden können heute schon Messgeräte kaufen, mit den Stationen kaufen, die sind installiert, die werden in Betrieb genommen und ab da würde das Janitzer-Messgerät Daten aus dem Feld eben in seinen Speicher schreiben. Und jede Station wird ja typischerweise von Netzbetreibern auch zügig angefahren im Zuge einer Wartung oder einer Sichtprüfung, sodass wir hier auch mit einem speziellen Produkt, vielleicht können wir die Folie nochmal kurz einblenden, der Übersicht mit dem Gridless Collector eben geschaffen haben, dass wir turnusmäßig den Kunden ein Gerät mit an die Hand geben, mit dem sie, wenn sie in der Station vor Ort sind und Arbeiten durchführen, die Daten aus dem Gerätespeicher auf ein Gerät, in dem Fall der Gridless Collector, eben zwischenspeichern können. Das heißt, den Gerätespeicher komplett auslesen und der kann bei dem UMG 96 PQL bis 15 Jahre zurückgehen, sodass ich diese Langzeitdaten eben auf diesen Collector integriere und nach Feierabend zu meiner Firma zurückfahre, zum Netzbetreiber und dort diese Daten aus dem Collector wiederum in die Datenbank, in eine Software Gridless integriere und von dort aus vielleicht auch an weitere SCADA-Systeme oder Netzberechnungsprogramme weitergebe. Und das ist, denke ich, eine relativ einfache Lösung, mit der heute schon begonnen werden kann, selbst wenn der Kunde noch nicht mit den Daten arbeiten will und wo auch das Kosten-Nutzen-Verhältnis wirklich optimal ausgenutzt werden kann. Stichwort Kosten hatten Sie gerade anklingen lassen, schon mal, Herr Karell. Der Weg hin zum intelligenten Netz ist ja eigentlich ein kontinuierlicher Prozess. Auch eben aufgrund der
großen Investitionen, die hierfür nötig sind. Wie kann denn aus Ihrer Sicht so eine Art Stufenmodell aussehen, um, sage ich mal, die Transparenz und auch die Steuerbarkeit im Verteilnetz zu erhöhen? Das ist sehr wichtig, was Sie angesprochen haben, dass wir den Kunden auch, ich sag mal, einen Stufenaufbau, ein Stufenmodell mit an die Hand geben kann. Denn man kann sich vorstellen, dass je nach Situation im Netz ist es vielleicht in einigen Stationen ausreichend, rein nur die Trafo-Sekundärseite zu überwachen, also die Auslastung des Trafos zu überwachen, auch da die Temperatur zum Beispiel an unseren Geräten über ein PT100, PT1000 Lead mit auf die Geräte aufzuschalten. In anderen Stationen ist es dann vielleicht wichtiger, je nach Zubau von EE-Anlagen, also erneuerbaren Anlagen oder auch der Elektromobilität, ist es vielleicht dann wichtig, jeden Abgang oder Abgangsscharf zu messen. Und hier haben Sie einerseits schon gesehen von unserem Portfolio der Messgeräte her, dass wir da für jede Anwendung die passende Lösung haben. Und das geht natürlich dann auch mit der Datenübertragung einher. Das heißt, wir können da auch anbieten, dass wir nur teilweise Daten oder vorverarbeitete Daten über ein einfacheres Funkband wie das LoRaWAN bereitstellen, dass sich die Geräte, ich sag mal, aufgrund eines intern erkannten Ereignisses, also zum Beispiel ein Überspannungs- oder Unterspannungsereignis, über LoRaWAN melden, sodass der Netzbetreiber davon überhaupt erstmal mitbekommt von dieser Situation und dann in die Station fahren kann und den Speicher auslesen kann. Das Gleiche könnte man sich sehr, sehr kosteneffizient vorstellen mit einem SMS-Versand, dass ich über einen gewissen Digitalaufgang bei einem Ereignis, bei einer Erkennung eines Ereignisses oder einer Verletzung eines gewissen parametrierten Grenzwertes eben über diesen Digitaleingang eines Mobilfunkmodems eine spezielle SMS ans Betriebspersonal geht, sodass ich das mitbekomme oder dann wirklich, wie hier dargestellt, zu einer echten Live-Fernauslesung und Live-Übertragung über Fernwirktechnik oder Mobilfunk oder einer festen Verdrahtung über Ethernet komme. Da haben wir halt verschiedene Stufen und das lässt sich auch aufbauen tun. Das heißt, ich kann heute mit einer sehr, sehr einfachen, mit einem sehr, sehr einfachen Level anfangen, zum Beispiel mit dem UMG 801 nur die Einspeisung messen und dann durch Zubau von Modulen auch die volle Transparenz der Niederspannung schaffen. Und den Ansatz bieten wir unseren Kunden und da freuen wir uns einfach, um mit dem Kunden ins Gespräch zu kommen, um ihm dafür die für ihn und für sein Konzept die passende Lösung anbieten zu können. Gut, Herr Karell, das ist, sage ich mal, der Part Daten erfassen, Transparenz schaffen und Daten übertragen auch. Das ist die eine Aufgabe. Analyse und Interpretation der erfassten Daten ist eine ganz andere Geschichte. Wie sind denn aus Ihrer Sicht hier die Netzbetreiber aufgestellt? Ich glaube, das ist ein bisschen größenabhängig. Die großen Netzbetreiber in Deutschland, die sind da schon sehr, sehr gut unterwegs und haben auch eigene Abteilungen geschaffen und auch so diesen Trend erkannt, dass es einfach auch neuartige Systeme braucht und neuartige Herangehensweisen braucht, mit diesen Daten zu arbeiten. Ich glaube schon, dass vielerorts auch noch neue Stellen geschaffen werden müssen. Das heißt, neue Jobprofile und neue Abteilungen sich bei den Kunden für diese Art der Datenanalyse etablieren werden. Wir von Janitzer können natürlich mit der Software unterstützen und so viel wie möglich auch Intelligenz in die Software packen, dass wir eben durch das integrierte Berichtswesen und auch ein integriertes Alarmmanagement den Kunden bestmöglich softwaregestützt bei der Auswertung der Daten eben unterstützen und ihm auch Wege zeigen, wie man dann auch diese Daten an andere Softwareprodukte weitergeben kann. Denn diese Niederspannungsdaten vielleicht auch und die Lastverläufe, historische Lastverläufe dann an anderer Stelle mit Daten aus Wettern, Wetterdaten oder Erzeugungsdaten zu verknüpfen und diese Daten miteinander zu vergleichen. Da etablieren sich ja auch viele Softwareanbieter am Markt, wo man eben über spezielle Software-Andockungsmöglichkeiten wie eine integrierte API-Schnittstelle dann auch diese Daten weitergeben kann und an anderer Stelle analysieren kann. Aber ich denke, da ist noch einiges zu tun und da wird auch die nächsten Jahre den Netzbetreibern nicht langweilig werden. Sehr schön. Das ist auch ein schönes Schlusswort, Herr Karell, dass Sie nicht langweilig wird. Davon können wir, glaube ich, ausgehen. Meine Damen und Herren, wir blenden nochmal die Kontaktdaten vom Herrn Karell ein. Hier sind Sie, wenn Sie weitere Fragen haben zum Lösungsportfolio von Janitzer, Sie können sich gerne an den Herrn Karell wenden. Ich denke mal, wir haben gesehen, er ist der sehr kompetente Ansprechpartner für Sie. Herr Karell, vielen Dank für das Gespräch. Ihnen noch einen schönen Tag. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich danke Ihnen und viel Spaß noch am heutigen Tag.